Hallo ihr Lieben, ich versuche mal ein Video zu machen von unterwegs. Ich habe mich nämlich gerade mit der Frage beschäftigt, warum sind wir Menschen eigentlich so wahnsinnig leidenswillig? Tatsächlich gibt es Menschen, die sind seit vielen, vielen Jahren, seit Jahrzehnten unglücklich mit ihrem Körpergefühl und ändern daran nichts. Und ich habe jetzt gerade so bei meinem Spaziergang mit dem Hund, muss auch gucken, da, der Hund, meine Hündin, habe ich so reflektiert und habe gedacht, was ist es eigentlich? Ich kenne es von mir auch. Wir leben in einer Situation, wir halten etwas aus, weil wir zum einen keine Idee haben, wie wir es ändern können. Und zum anderen verdrängen wir es irgendwie auch. Also wir haben irgendwo so den leichten Hoffnungsschimmer, es könnte sich ja von alleine verändern. Es könnte sich ergeben, dass es wieder besser wird, obwohl wir nichts daran tun. Ist ja auch so, manche Probleme erledigen sich von alleine. Ja, aber viele eben nicht, die wir wirklich auch nur bewusst angehen können. Ein weiterer Grund könnte sein, dass wir es uns eigentlich gar nicht wert sind, uns um uns selbst zu kümmern. Ich erinnere so eine ganz miese Zeit in meinem Leben. Ich habe 4 Kinder, ich hatte Wahnsinnsstress, es waren ganz viele Krankheiten auch noch in meiner Familie und mein Limit der Belastung war echt ausgereizt und schon fast darüber. Und dann habe ich mir eine Therapeutin geholt und habe mit der gearbeitet und es ging um die Arbeit am inneren Kind. Und tatsächlich war da ein Gedanke in mir, der sagte, oh nein, ich muss mich schon um so viel kümmern, jetzt nicht auch noch um mich. Absurd, oder? Aber sie sagte, das geht ganz vielen Frauen und ganz vielen Müttern besonders so. Also die Frage, warum verändern wir nichts, weil wir es uns vielleicht gar nicht wert sind, uns um uns selbst zu kümmern, weil wir gar nicht wissen, wie, weil es auch schamvoll ist, zuzugeben, ich komme nicht weiter. Ich brauche Hilfe. Fühlt sich eventuell auch blöd an. Also sich einzugestehen, ich schaffe das alleine nicht. Ich versuche es jetzt schon so lange alleine. Ich krieg's nicht alleine hin. Und dann auch noch Geld und Zeit und so Aufmerksamkeit zu investieren, um dann auch noch was umzusetzen. Und dann ist natürlich auch noch die Angst da, es könnte ja nicht funktionieren. Das sind alles die Gründe, warum Menschen unerträgliche, eigentlich tatsächlich unerträgliche Situationen weiter aushalten. Situationen, die unsere Lebensenergie so minimieren, dass wir eigentlich nur so dahin vegetieren. Ja, Situationen, wo wir uns so unwohl fühlen in unserem Körper, dass wir die Männer zum Beispiel gar nicht erst an uns heranlassen, weil wir uns ja so unzumutbar finden und dann könnte ein Mann, also einem anderen können wir das ja nun erst recht nicht zumuten. Ja, das musste mal raus. Ich merkte gerade, was ist das eigentlich für eine Kombination? Und das sind Sachen, die ich alle auch von mir kenne. Insofern, wenn du das jetzt hörst und sagst, ja, stimmt, ich fühle mich echt unwohl mit mir selbst, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ja, und das mal so ganz ranlasse und ich schaffe es auch alleine nicht, weil das mache ich seit 10, 20 Jahren schon und es funktioniert immer noch nicht. Wenn du dich davon angesprochen fühlst, melde dich bei mir. Ja, ich stelle einen Link unter das Video, wo du dich bei mir anmelden kannst für ein kostenloses Gespräch. Und dann gucken wir, ob ich dich vielleicht dabei unterstützen kann. Also, alles Liebe, bis dann, deine Birte.